Auf diesen Tag hatten viele gespannt gewartet. Wer steht im vorläufigen Kader für die Europameisterschaft? Bundestrainer Joachim Löw hatte Überraschungen angekündigt und lieferte sie. Die größten, Joshua Kimmich vom FC Bayern und Julian Weigl vom BVB für das Mittelfeld, sowie Julian Brandt aus Leverkusen und der Schalker Leroy Sané im Angriff. Leroy Sané war bei uns schon dabei, der hat sicherlich außergewöhnliche Fähigkeiten, so, der kann irgendwie was Besonderes ins Spiel bringen, der ist unheimlich schnell, hat natürlich auch ein paar Tore erzielt. Julian Weigl spielt im Mittelfeld eine sehr gute Rolle bei Dortmund, er hat unglaubliche Übersicht, ein Spielverständnis, sehr ballsicher, passsicher, von daher hat er als junger Spieler schon sehr viele Qualitäten. Kimmich hat in der Abwehr gespielt, kann auf 6 spielen, kann auch mal außen spielen, bei Bayern sehr variabel eingesetzt, hat auf einem hohen Niveau gespielt, eben auch mit den Bayern auf einem hohen Niveau trainiert, teilweise auch in der Champions League sehr gut gespielt. Und Julian Brandt, der ist natürlich auch ein junger Spieler, der technisch sehr gut ist, schnell ist. Kleiner Paukenschlag, Weltmeister Christoph Kramer ist nicht mal im 27-köpfigen Aufgebot. In der Abwehr Indes nichts Ungewöhnliches. Einige Fragen gab es für die beiden Torhüterpositionen hinter Manuel Neuer. Da entschieden sich Joachim Löw und Bundestorwarttrainer Andi Köpke für Ter Stegen und Leno. Im Endeffekt ist es mir oder uns schon auch sehr, sehr schwer gefallen. Wir haben Torhüter, die auf sehr, sehr hohem Niveau spielen in der Bundesliga. Das betrifft nicht nur diese drei, sondern insgesamt in der Bundesliga, die vielleicht manchmal auch zu wenig Beachtung finden. Bastian Schweinsteiger bekommt vom Bundestrainer alle Zeit der Welt. Löw setzt fest darauf, dass der Kapitän, wie schon bei der WM, nach seiner Verletzung auch bei der EM wieder ganz gesund und wichtig sein wird. Er ist im Moment unter voller Belastung, was das Lauftraining betrifft. Also ich war jetzt auch mit ihm ständig in Kontakt und natürlich auch mit den Ärzten und den Fitnesstrainern. Also er kann schon auch voll belasten. Man muss sehen, wann er ins Training einsteigen kann mit uns, ob das nächste Woche möglich ist oder nicht. Wir haben die Aufgabe, ihn dann möglichst heranzuführen an die Mannschaft. Man muss ganz einfach auch noch ein bisschen abwarten.